Also hier haben wir einen herkömmlichen Serienblinker, der für sich genommen sehr groß ist. Dieser ist schon relativ formschön, aber es gibt an Motorrädern noch wesentlich größere Blinker. Hier haben wir ein herkömmliches Leuchtmittel verbaut, eine normale Glühlampe, die in diesem Falle hier eingefärbt ist und das Blinkerglas ist weiß. Also hier hat man schon versucht, das insgesamt etwas hübscher zu bekommen am Fahrzeug. Im Gegensatz dazu haben wir hier auf dieser Seite ein Fahrzeug mit Nachrüstblinkern. Das ist ein LED-Blinker, der leuchtet mindestens genauso hell wie der herkömmliche Blinker mit der Glühleuchte. Wir haben hier eine stattliche Anzahl von LEDs, die dann sicherstellen, dass der Blinker auch sehr gut wahrgenommen werden kann. Man sieht, dass dieser Blinker sehr schön schmal gehalten ist. Die LED-Technik bringt die Möglichkeit mit sich, möglichst formschöne oder sehr kleine Blinker auch herzustellen. Ganz wichtig bei beiden Blinkern natürlich, also auch bei den Nachrüstblinkern, ist, dass sie ein E-Zeichen tragen, mithin legal sind, weil das die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges jeweils betrifft.